Ja, hey Fans, ich studiere gerade nochmal hier die Zeit. Die Operation ist sehr gut verlaufen und muss bis morgen noch im Krankenhaus bleiben. Das Schläuchchen kommt morgen erst raus. Aber die Operation ist wirklich sehr, sehr gut verlaufen. Die haben eine richtig straffe Platte gemacht, dass ich den Asthma wieder antreten kann. Und denke ich, dass ich Ende der Woche wieder anfangen kann mit Trainieren. Aber trotzdem im Fitnessstudio kann ich halt leider noch nicht gehen, weil ich Hanteltraining ist noch nicht erlaubt. Aber Joggen und Fahrradfahren kann ich. Ich hoffe, dass ich in Assen wieder richtig gut dabei bin. Ich werde zwar noch nicht hundertprozentig fit sein, aber so, dass ich angreifen kann, hoffe ich schon. Freue mich auf jeden Fall schon in Assen und ich studiere gerade nochmal die Zeiten und bin trotzdem noch ein bisschen enttäuscht. Das wäre mein erster Sieg gewesen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht mehr allzu dramatisch sauer auf den Checker. Er ist halt ein alter Mann und er muss unbedingt oder will bestimmt unbedingt nochmal Weltmeister werden, worauf ich wieder denke, dass er so mit solchen Kamikaze-Aktionen nicht werden kann. Und ich bin halt noch jung und meine Zeit kommt noch und verlasst euch drauf. Ich werde als deutscher Fahrer schon euch noch Freude bereiten.